den haben wir abgeschlossen. Und jetzt gehen wir zur Herausforderung. Mein Name ist Lisa. Wieder aufblühen der Rosen. Mein Name ist Lisa. Let's go. Quasi Tag 1, ne? So. Da machen wir natürlich Multifaktor. So, jetzt müssen wir hier mit Bedacht gehen, ne? Also wir nehmen unsere Nahida. So, dann nehmen wir mal Alheiter mit. Der wird nicht gedingst. Dann sie. So, und dann. So. So, dann. Yanfei. Nahida, Yanfei, Lisa. Ganyu? So, und unten haben wir dann Kazuha, Gumi und Fischl. So, das klingt gut. Let's go. Team zusammengeschustert. Ein ins Getümmel. Elementar-Anomalie. Da können wir auch mal Alheiten probieren. Wieder ein Rework bekommen, ey, ne? Ich habe keinen Heiler dabei, ne? War natürlich mega schlecht. Das war natürlich doof. Ich mache keinen Schaden. Freunde der Sonne. Eine Yanfei oder so, die Damage macht. Ja, da habe ich schon verkackt. Okay, Yanfei muss auf jeden Fall ins erste Team. Yanfei muss ins erste Team. Ins erste und ins zweite und Kazuha mache ich ins vierte. Sonst habe ich keinen, der Damage macht.
Das heißt, Lisa raus, Jan Fei rein. Und hier kommt Kasur hin. Irgendwie so. So müsste ich Damage haben. Genug. So müsste ich genug Damage haben. Janfei räumt halt richtig auf, ne? Oh, die macht mal richtig Damage. Aber ich habe immer noch keinen. Ich habe immer noch keinen Heiler mitgenommen, was sehr fatal ist. Irgendwie bin ich hier gerade verbuggt. Fühlt sich an wie Abyss. Das geht wahrscheinlich auch ein bisschen auf Schnelligkeit mit dem Silber, Gold und Bronze, ne? Von daher müssen wir ein bisschen Gas geben. Oh nein, ist die goldig. Ist die süß. Okay, Jojo haut auf jeden Fall ordentlich rein. Fällt mir gut. Take.
Zeit. 18.000 Punkte. 5.000 in der ersten, 7.000 in der zweiten und 5.000 nochmal in der dritten. Das dürfte gelangt haben, oder? Das dürfte gelangt haben. Mein Name ist Lisa. Okay. Wie viel hatte ich? 18.000. Und 8.000 hätten gelangt. Das schafft Leder, Leute. Das schafft Leder. Das war die erste Folge von Wieder aufblühen der Rosen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein und ciao.